Es ist mal wieder Zeit für meinen Disney Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney April Haul hier auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt ist mal wieder Zeit, euch zu zeigen, was ich im Monat April so geshoppt habe. Und ja, es ist mal wieder ein bisschen was dabei. Vor allem diesmal wieder sehr klamottenlastig. Also sehr, sehr viele Klamotten. Das heißt für mich auch wieder sehr, sehr viele Try-Ons. Oh, ist immer so der Nachteil bei diesen Hauls, die Klamotten dann immer anzuprobieren. Aber gut, für euch mache ich das natürlich gerne. Wir haben was dabei aus dem Urlaub, wo ich mit Aida in Abu Dhabi war. Oder nee, ich habe es in Dubai gekauft. Dubai, dann haben wir natürlich Disney Paris dabei. Wir haben Disney 100 Exhibition, also da war ich ja auch in München. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich es gerne oben bei dem i. Wir waren ja in München bei der Disney 100 Ausstellung und da gibt es einen ganz schönen Merch-Shop am Ende. Und ja, der macht euch schon ein bisschen pleite. Also, wenn ihr euch da schon mal spoilern wollt oder euch nur das Merchandise anschauen wollt, schaut gerne in diesem Video vorbei. Ja, und dann Shop Disney und noch ein paar Kleinigkeiten. Aber ich würde sagen, wir starten mit den Dubai-Sachen. Ja, hatte ich ja erwähnt, in Dubai waren wir dann in der Marina Mall und irgendwie ziehen mich die Disney-Sachen magisch an. Ich werde sofort davon angezogen und sehe es direkt. Also sticht mir direkt ins Auge und ich zeige euch erstmal, was mir direkt ins Auge gestochen ist. Was ich super schön fand, ist dieses Belle-T-Shirt. Also Belle ist ja meine Lieblingsprinzessin und mein Lieblingsfilm. Und ich habe tatsächlich noch kein richtig schönes und das Beast-T-Shirt. Und das ist mir einfach wirklich ins Auge gesprungen. Und diese Blumen hier haben auch so kleine Pailletten, das glitzert. Jetzt muss ich mal gucken wegen dem Umrechnungskurs. Also es hat 69 Dirham gekostet, was man, glaube ich, durch 4 rechnen musste. Egal. Auf jeden Fall 69 Dirham hat es gekostet. Steht auch leider irgendwie nicht in Dollar dran. Und der Umrechnungskurs war, glaube ich, durch 4, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also die Sachen waren gar nicht so teuer, so zwischen 15 und 20 Euro immer. Ja, deswegen auf jeden Fall habe ich mir dieses Belle-T-Shirt einmal mitgenommen. Fand ich richtig schön. Ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt. Love the Planet, irgendwie steht da dran. Ach da, Splash. So heißt der Laden. Splash. Ja. Dann als nächstes habe ich mir ein richtig cooles Zweiteiler-Outfit gekauft und ich freue mich schon auf den Sommer. Und zwar einmal, das ist oben, das kann man natürlich auch getrennt anziehen, aber das ist einmal die Bluse mit ganz vielen Mickeys, die einen abknutschen und normalen Mickey-Köpfen. Hier in Größe XL, das hat 79 Dirham gekostet, finde ich richtig cool. Also einmal das und im Try-On seht ihr dann natürlich beides angezogen. Passend dazu die Shorts. Ich dachte, ich hätte eine XL genommen, aber nee, die Shorts war leider nur eine M. Aber es gab auch nicht mehr so viele Sachen, aber die passt trotzdem. Passt mein Hintern trotzdem rein und ja, wie gesagt, ich finde es auch in der Kombi richtig schön, wenn man die Bluse so bindet. Kann man natürlich, wie gesagt, auch getrennt tragen, einfach mit einem weißen Top oder einem T-Shirt. Oder auch die Bluse einfach mit einer Shorts, mit einer Jeans-Short sieht auch gut aus. Und ja, bin richtig happy über dieses Outfit und die Hose hat 69 Dirham gekostet. Dann noch zwei Sachen und zwar auch ein T-Shirt, welches ich auch meiner Mama aufgedrückt habe. Ich sage, Mama, das ist schön, nimmst dir auf jeden Fall mit. Und ich sehe gerade, ich habe hier irgendwie Größe XL. Kann es sein, dass ich ihr L gegeben habe? Ich muss mal tatsächlich gucken, mit ihr quatschen. Also ja, einmal das T-Shirt. Hat auch, glaube ich, 69 Dirham gekostet, aber da wir das zweimal gekauft haben, gab es auch Rabatt. Also war tatsächlich auch noch günstiger. Und meine Mama liebt es abgöttisch, weil einmal hier oben die Ärmel, also diese, die sind so gerafft. Und die Mickey hat so schöne, seht ihr das, so Pailletten und Perlen und so Steinchen. Also ist richtig schön gemacht, weißes Basic-T-Shirt, aber trotzdem sehr detailverliebt. Hat mir echt gut gefallen. Jetzt muss ich aber mal später mal wegen der Größe fragen. Ich jetzt XL? Ich mal fragen, ob sie L hat. Sonst müssen wir nochmal switchen. Und das letzte Teil, worüber ich auch richtig froh bin, ist eine Bluse. Die hat 89 Dirham gekostet. Und, oh, also eine weiße Long-Bluse
mit Mini drauf. Wirklich super schön und die feiern auch 100. Geburtstag, sieht man hier. Also alle Shops machen wieder mit, schreiben Disney 100 drauf, da kann man die Sachen wieder gut verkaufen und ja, bin sehr happy über alle Sachen, die ich hier gekauft habe in Dubai. Ja, sehr happy drüber. Wie gesagt, die waren gar nicht so teuer. Dann machen wir weiter mit Ohren, die Brina bestellt hat und mir mitgebracht hat. Sie hat die Ohren auch schon ein bisschen in Paris angehabt. Und zwar sind das diese Musketeer-Ohren in Rot-Schwarz. Und die sind ganz cool, weil da kann man die Schleife abnehmen. Also erstmal sehen sie so aus. Da hängt noch das ganze Gebimsel dran. Und ich weiß, die haben, glaube ich, 30 Euro gekostet und sie hat bei Funko Europe bestellt. Also ihr bekommt natürlich alle Sachen, die es online noch gibt, unten in die Infobox, wie immer. Und wie gesagt, man kann die Schleife abnehmen, also auch tauglich für die Herren unter uns. Oder, wenn man auch kein Schleifenfan ist unter den Frauen, kann man die theoretisch einfach, wenn das Gebimsel hier nicht wäre, was es auch noch festhält, abnehmen. Also sieht dann so aus. Könnt ihr euch ja ganz gut vorstellen. Ja, finde ich richtig cool. Es sind so Kunstlederoptik, matt. Mag ich. Als nächstes kommen wir zur D23-Membership. So, das hat ja wieder ein neues Jahr, kann man das so sagen, neues Jahr gestartet. Also mein Abonnement wurde verlängert und da gab es natürlich wieder eine neue Zeitschrift und das ist die Frühjahrsversion. Die gibt es ja viermal im Jahr in dem Abonnement und da kommt jetzt auch bald die Figur. Also die wird wohl Ende April verschickt und da freue ich mich sehr drauf. Werd natürlich auch hier die Figur dann nochmal ganz genau zeigen und ein Unboxing machen, weil auf die Figur freue ich mich sehr. Aber es gab erstmal, wie gesagt, die Zeitschrift, wo dann über Tron geschrieben wird. Ach, hier sieht man auch die Figur, kann ich euch mal zeigen. Da. So schön. Also ja, wenn ihr dieses Jahr ein D23-Abonnement abschließt, bekommt ihr hier diese Figur. Und wie gesagt, die Zeitschriften und Rabatte und ja. Lohnt sich für unsere Europäer noch nicht so ganz, obwohl jetzt ja die erste Veranstaltung von D23 in Disneyland Paris war. Da war ich ja im April, da seht ihr auch Videos dazu. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was haben wir hier noch? Mickey und Minnie, 100 Jahre Disney, wir haben Star Wars, Mandalorian. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Ist natürlich alles auf Englisch, finde ich aber richtig cool, auch die zu sammeln. Und dann gab es noch zusätzlich diesen Magneten, diesen riesengroßen Magneten, dass man D23 Member ist. Mit diesem silbernen Disney 100 Look. Finde ich richtig, richtig schön. War mit der Zeitung dabei. Machen wir mit Shop Disney weiter und dann kommen wir zur Disney 100 Exhibition. Und wie immer zum Schluss zu Disneyland Paris. Ja, Shop Disney hatte in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder richtig gute Rabattaktionen auf Klamotten und da habe ich doch mal direkt zugeschlagen und habe mir, das hatte ich schon seit Weihnachten auf der Wunschliste, hier diese Cordbluse gekauft in so einem schönen Weihnachtsgrün und dem Santa Mickey hier vorne. Ist dick, ist halt für den Winter, ne? Also jetzt kann ich damit nichts anfangen, aber sie war relativ günstig. Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. Ich glaube nur noch so 25 Euro. Und ja, perfekt jetzt dann für die Weihnachtszeit, die bestimmt so schnell wieder da ist, wie wir einfach nur blinzeln und dann ist Weihnachten auch schon wieder vor der Tür und man kann wieder die dicken Sachen rausholen. Aber erstmal warten wir auf den Frühling und den Sommer, würde ich sagen, weil ich glaube, auf den warten wir alle sehnsüchtig. Also das gab es einmal mit richtig guten Rabatten und dann habe ich mir diese Strickjacke, Cardigan, wie auch immer man ihn nennen möchte, bestellt. Den gab es ja auch im Disneyland Paris, aber da ist er relativ teuer. Und wie gesagt, Shop Disney hatte gute Rabatte. Ich weiß aber nicht mehr, was ich bezahlt habe. Wenn ich ihn natürlich noch finde, packe ich euch unten in die Infobox. Schwarz-Weiß. Und hier vorne habt ihr einmal den Charakter Mini. Ist es Mini? Ja, das ist Mini. Und auf der anderen Seite müsste eigentlich... Ne, da steht nur Mini drauf. Auf der Tasche steht auch noch Mini. Ist nur Mini gewidmet, dieser Cardigan. Aber auch richtig schön, weil es halt nicht so... nicht so bam in your face Disney ist, sondern nur so ganz dezent. Und ich habe hier Größe, was habe ich denn hier? Größe M habe ich den Cardigan und den Pullover habe ich, die Bluse habe ich auch in M. Also ich finde bei Shop Disney fallen die Sachen öfter mal größer aus, deswegen bestelle ich da oft eine Nummer kleiner. Achso, ich habe einen vergessen.
eins von Shop Disney. Hätte ich euch fast vorenthalten. Eine neue Schulterpuppe. Hey, hey. Ja, der Vogel von Vajan, oder der Thun, der Hahn? Der Hahn, es ist ein Hahn. Von Vajana. Ich finde ihn ja super witzig als Sidekick. Und ja, gibt es nur leider nicht in Disneyland Paris. Deswegen habe ich mir einfach bei online bestellt. Die Schulterpuppen. Also Disney hat gemerkt, die Schulterpuppen, das ist, wo sie richtig Kohle mitmachen können. Wir sehen es immer im Disneyland Paris, Remy ist immer ausverkauft. Oder Pascal, also die beliebten Charaktere. Wen haben wir da noch? Ich glaube, Groot war auch ausverkauft. Also immer mal wieder kommen und gehen sie. Auch online sind sie immer super schnell weg. Jetzt gibt es als neues Schultertier Abu. Loki, Krokodil habe ich auch schon als Schulterpuppe gesehen. Also jetzt geht es in den Marvel-Bereich. Also das ist... Baby Yoda gibt es ja schon von Star Wars. Also die wissen, womit sie Geld machen können mit diesen Schulterpuppen auf jeden Fall. Aber ich finde es auch eine coole Idee, weil dass die Charaktere einfach auf der Schulter sitzen können, passend zum Outfit, ist schon was Cooles. Also wie gesagt, es gab Hey Hey und er hat, glaube ich, 18 Euro gekostet. Aber ich hatte auch einen Rabattcode, soweit ich mich erinnern kann. Genau, das war das alles von Shop Disney. So, kommen wir zur Disney 100 Exhibition und erstmal gab es den Pin. Den gibt es ja zu den VIP-Tickets dazu, also einen davon. Es gibt, glaube ich, 6 oder 7 und natürlich musste der klassische Disney 100 Exhibition Pin sein, weil die anderen waren halt Charaktere und einfach nur Silber. Und da ich ja noch einmal die Exhibition wahrscheinlich besuchen werde als VIP-Ticket vor allem, habe ich mich für den klassischen entschieden. Wenn euch die Exhibition interessiert, schaut da gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da seht ihr auch alle Pins in dem Video. Dann gab es das Buch zur Ausstellung. Das habe ich mir auch gekauft, obwohl es schon sehr teuer ist. Und zwar hat es 40 Euro gekostet. Es ist auf Deutsch, das fragen viele. Es ist auf Deutsch. Und das finde ich auch richtig gut, weil man normal alles verstehen kann. Und es ist auch für Kinder oder für Teenager, verblabber ich mich wieder. Natürlich können auch Teenager auf Englisch lesen oder auch ihr kennt auch euren Kindern. Aber ich finde es gut, dass es mal ein Disney-Buch für also sowas auf Deutsch gibt. Weil die anderen Bücher, jetzt aus Disneyland Paris oder so, sind ja immer auf Englisch. Ja, ihr seht dann da so verschiedene, auch die Exponate nochmal, genauere Sachen zu den Exponaten, die ihr gesehen habt, aber auch noch vieles mehr. Hier die Zeichnungen, also ich zeige euch jetzt hier nicht zu viel. Hier die solche Disneyland Anaheim, die erste Skizze von Walt, die da auch in der Ausstellung hing. Viel mehr Details zu den, zu den Imagineers oder hier die Wagen, die haben wir ja auch in der Ausstellung gesehen. Genau, also es ist eine wirklich schöne Erinnerung zu den Büchern und ja, auch für 40 Euro, finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall als Erinnerung. Und ja, das war nicht das Einzige, was ich gekauft habe. Übrigens gibt es 10% Rabatt, wenn ihr mit der Visa-Karte bezahlt. Visa ist Sponsor von der Ausstellung und wenn ihr mit Visa-Karte bezahlt, bekommt ihr 10% Rabatt aufs Merchandise. Also immerhin. Immerhin 10%. So, als nächstes habe ich mir dann das T-Shirt hier mitgenommen. Das rosane, das gibt es noch in Blau. Mit den verschiedenen Schlössern, würde ich sagen. Ja, das hier sieht man ein bisschen Aladdin. Das weiß ich jetzt nicht. Hier ist irgendwie Big Ben, das steht da für Peter Pan. Dann haben wir hier das Obenhaus. Und hier haben wir, glaube ich, Avengers-Zeichen. Und ja, unten natürlich Mickey. Und das vereint so ganz viele verschiedene Filme in einem T-Shirt. Und da oben steht auch nochmal Disney 100 Exhibition. Ja, fand ich auch richtig schön. Ich habe es mir in M genommen, weil die T-Shirts ein bisschen größer ausgefallen sind. Also ja, T-Shirt Größe M. Und den habe ich schon auf Instagram vorher gesehen, dachte ich, boah, den muss ich mitnehmen. Ja, das ist der Pulli. Der hat 70 Euro gekostet. 70 Euro? Gut, Spirit Jerseys sind wir jetzt auch nicht gerade günstiger unterwegs. Aber es gab ja die 10% Rabatt. Vorne die Disney 100 Exhibition mit Taschen hier vorne. Hinten eine Kapuze und hinten geht es dann richtig los. Das ist der Rücken. So sieht es hinten aus. Wirklich super schön mit Mickey als Sorcerer. Dann haben wir hier Details zu Mary Poppins, Schneewittchen, Schön und das Biest, Alice im Wunderland, Dornröschen und hier unten den Cinderella-Schuh. Also alles alte Klassiker in einem Motiv vereint. Und ja, ich finde ihn wunderschön. Ich habe ihn mir in L gekauft. Ich hatte auch XL probiert, war ein bisschen länger dann. Also hätte ich schon fast das Kleid anziehen können.
Aber Brina hat sich XL mitgenommen und ich habe mir dann L mitgenommen, weil er passt auch super gut. Ja, und das war das Merchandise von der Disney 100 Exhibition. Ja, und zum Schluss zeige ich euch natürlich das Disneyland Paris Merchandise. Und ich habe es ja schon erwähnt, ich war beim D23 Event. Und da gab es natürlich auch ein paar Goodies. Und mit denen fangen wir an, mit den Goodies. Und zwar gab es einmal hier diese Tasche. Diese Einkaufstasche, da steht dann Disneyland Paris, Grand Finale, Celebration, D23, in der passenden D23-Farbe. Also ja, kann man dann wieder zusammenpacken und sich gut in die Handtasche stecken. Oder wenn man im Park ist, kann man sie natürlich auch für die Einkäufe mitnehmen. Hier ist nochmal mein Umschlag. Ich weiß gar nicht, was da noch drin ist. Den muss ich mal entsorgen. Ah, wir sind noch Namensschilder, also wir hätten uns unseren Namen draufschreiben können und dann hätte jeder gewusst, wie wir heißen. Haben wir aber, glaube ich, nicht, haben wir nicht benutzt. Dann gab es, das zeige ich gleich, dann gab es ein Lanyard, wo auch Grand Finale Disneyland Paris draufsteht, Fan-Event, dann natürlich der Badge. Und hier waren unsere Tickets und Premier Access Pässe drin. Also war alles in einem. Und man hat sich schon so ein bisschen besonders gefühlt, wenn man sowas tragen durfte. Und viele Leute haben geguckt und haben gefragt, was es zu bedeuten hat mit diesem Ausweis. Dann gab es, was es letztes Jahr zum 30. Geburtstag am 12. April gab. Und zwar einmal diese Parkmap. Die habe ich aber schon, von letztem Jahr natürlich, auch schon öfter. Aber natürlich waren viele Amerikaner da und die waren zum ersten Mal im Disneyland Paris. Das finde ich immer sehr faszinierend, was sie denn zu Disneyland Paris sagen. Und das ist natürlich eine super schöne Erinnerung für die. Was gab es noch? Genau, und dann gab es noch einen Regenponcho haben sie uns noch reingepackt, weil es an dem Tag geregnet hat, wo wir ankamen. Und dann gab es ein 1992 Originalticket, wie sie früher mal verteilt oder ausgegeben wurden für die Parks. So sah die Tickets früher aus. Und ja, das ist ein Ticket von 12. April 1992 und hat 200 Francs gekostet. Wie viel waren 200 Francs? Heißt das überhaupt Francs? Also die französische Währung früher. Könnt ihr mir mal sagen, in die Kommentare schreiben, wie viel 200 Francs früher waren? So im Vergleich zu heute, was so ein Ticket kostet. Leider komme ich damit nicht mehr in den Park und hinten habt ihr auch noch mal Grand Finale stehen. Was ich damit mache, keine Ahnung, vielleicht in irgendeinen Rahmen noch dazulegen, zu irgendeinem Bild, mal sehen. So, das war das alles. Ah, ne, stimmt nicht. Es gab noch mehr und zwar bei dem Avengers-Rundgang. Wir hatten ja so eine Avengers-Campus-Tour und dann gab es noch ein paar Goodies und zwar hier diese Postkarten. Und so. Daniel hat mir übrigens gesagt, das ist dasselbe, was sie bei diesem Fail-Event bekommen haben. Also Daniel war ja letztes Jahr bei einem Avengers Campus-Event und da war ja ein richtiger Fail, weil sie hatten viel mehr erwartet und irgendwie war da nichts. Und da haben sie auch die Sachen bekommen, das heißt, es war irgendwie noch über und dachten, ja, gib mir das einfach dem D23-Event, was sollen wir denn sonst mit den Sachen machen? Dann gab es noch Buttons, Quinjet, Web, Paris steht extra drauf. Dann Avengers Tower. Das ist das auch, was auf dem T-Shirt drauf ist. Auf dem rosanen. Dann First Best Friends Fist Bump mit Hulk und Iron Man. Dann gab es Who's a Good Pizza? Mit einem Hund drauf. Verstehe ich jetzt nicht so. Und Stark Worlds Exposition. Ich bin kein Marvel-Fan, man sieht es. Man sieht es immer wieder. Ja, also das gab es auch noch dazu, zu dem Event. Aber wenn ihr euch das ganze Event ansehen wollt, gibt es auch hier auf meinem Kanal. Da gibt es auch ein Fazit, wie ich es gefunden habe. Also schaut da gerne mal vorbei. Und als das Event stattfand, also das D23-Event, hatte natürlich auch Disneyland Paris Geburtstag, seinen 31. Geburtstag. Und Inside Ears hatte 5. Geburtstag. Und ja, ich bin ja Inside Ears-Member. Aber hat die Veranstaltung das D23-Event schon vorher gebucht. Ja, deswegen musste ich mich nicht nochmal zum D23-Event anmelden und habe Nina hingeschickt. Die durfte im Prinzip als ich zu dem Event gehen, also als Moni Maus.
oder für Moni Maus und hat dann noch ein paar Sachen bekommen, die sie mir netterweise überlassen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und zwar einmal den Magneten vom Inside Ears 5. Geburtstag. Ja, freue ich mich sehr drüber. Einmal gab es den. Und es gab ein Buch, was sie schweren Herzens mir auch überlassen hat. Dafür danke ich ihr wirklich sehr. Und zwar kann man das nicht kaufen. Es wurde für die Cast-Member in Paris produziert und wurde an die Inside Ears Leute verteilt, die auch an dem Tag bei dem Event waren und deren Begleitungen. Und aber nicht für das C23-Event. Und da war ich schon ein bisschen traurig. Ich so, ach so, das habe ich auch nicht gezeigt. Stimmt. Beim D23-Event gab es noch das Disneyland Paris Art of Disneyland Paris Buch. Das habe ich noch nicht mitgenommen. Das zeige ich, kann ich euch nur mal einblenden. Das stimmt, das habe ich abgefilmt. Das habe ich auch vergessen zu sagen. Also, genau, wir haben das Art of Disneyland Paris Buch bekommen am Ende nach der Ratatouille-Tour. Und der Imagineer hat auch unterschrieben in dem Buch. Deswegen ist es tatsächlich ein ganz besonderes Einzelstück jetzt, weil der Imagineer von Ratatouille, einer der Imagineers von Ratatouille, in diesem Buch für mich unterschrieben hat. Ja, das gab's noch bei der D23 dazu. Und ja, wie gesagt, die Inside Ears haben alle dieses Buch bekommen und ich war schon so ein bisschen traurig, weil, wie gesagt, ich hätte das auch sehr gerne, aber es ist einfach so schön. Und hinten habt ihr noch so ein Zitat von Walt Disney. Es ist tatsächlich nur auf Französisch, weil es wurde ja für die Cast-Member gemacht in Paris. Und es geht tatsächlich in dem Buch auch um Cast-Member. Also ihr habt hier verschiedene Cast-Member, die vorgestellt werden. Artist, soweit ich das lesen kann. Analyst, Import und Export. Das wäre doch ein Job für mich. Das könnte ich auch machen. ja, also richtig schön. Hier, Walt Disney Imagineer, Stefano, kann man wahrscheinlich mit Übersetzer dann auch ganz gut lesen. Aber es ist einfach, wie gesagt, man kann es nicht kaufen. Und ja, deswegen bin ich schon happy, dass Nina es mir überlassen hat. Aber dafür durfte sie aufs Event und in Zukunft darf sie natürlich auch mal mit als Begleitung zu den Events. Ja, und dann habe ich mir noch ein paar Sachen gekauft. Und zwar einmal, das habe ich auch nicht mitgenommen, das habe ich auch abgefilmt, das ist mir dann jetzt gerade eingefallen, das Bild von Kevin and Jody, und zwar das Limitierte. Das Große für 249 Euro war es, glaube ich. Das könnte sein. Oder was, 200? Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall mit Rabatt am Ende 180, soweit ich mich erinnere. Auf jeden Fall habe ich mir das auch gekauft, was Daniel sich gekauft hat. Und ich hatte, glaube ich, Nummer 53. Soweit ich mich erinnere. Und ja, das habe ich natürlich in Deutschland gelassen. Und es ist so schön. Es gibt es ja in drei Varianten. Einmal als Postkarte, einmal als ja, bisschen kleineres Bild von dem Großen, so eine mittlere Version für 35 Euro. Und dann das Limitierte für 100 in einem Rahmen und Zertifikat hinten. Ja, finde ich wunderschön. Als es schon raus angekündigt wurde, dachte ich, okay, das musst du unbedingt haben, weil so viele schöne Charaktere da drin vereint sind. Also das wurde einmal mitgenommen. Dann gab es zwei Pandora-Charms für mich. Den einen muss ich jetzt hier nochmal auspacken. Und zwar einmal den Mickey zum Mickey 100. Jetzt muss ich gucken, dass ich euch den zeigen kann. Es gab ja schon diese Platin-Ohren-Anhänger. Und der ist jetzt... Sieht man das? Ich hoffe, dass man es sieht. Oh Gott. Ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also da ist eine 100 dran mit Mickey und der hat eine lilane Hose an. Und die 100 hat auch so Steinchen. Und ja, der ist auch limitiert. Also solange der Vorrat reicht im Park. Man weiß nicht die Stückzahl. Aber so wie bei den Platin-Ohren-Anhänger gab es ja auch. Gibt es auch nicht mehr. Und wenn er weg ist, ist er weg. Also hat 79 Euro gekostet, einmal hier der Anhänger. Und dann natürlich zu meinem Armband, was mittlerweile schon jetzt schon einen hohen Wert hat, ist das Disney 100 Armband. Ihr seht hier schon Oswald und die Kutsche und jetzt neu dazugekommen ist Minnie. Ja, hat glaube ich 149 Euro gekostet ohne Jahreskartenrabatt. Es gibt aber auch auf die Kollektion Jahreskartenrabatt 20% und auch auf alle anderen Pandora-Charms. Also das fragen mich tatsächlich auch viele. Ja, es gibt Jahreskartenrabatt auch auf Pandora und auch auf die 100er-Kollektion. Genau. Ja, drei Charms sind. Jetzt haben wir, das nächste kommt wohl erst in 2 Monaten. Ich habe auch keine Ahnung, was es ist.
Nach Oswald wusste ich, dass die Kutsche und Minimaus kommt, aber was jetzt kommt, ich habe keine Ahnung. Aber so vom Optischen her müsste wieder was Kleineres kommen, also nichts Hängendes, sondern so wie die Kutsche wieder, damit das immer so schön Abstand hat. Wir lassen uns überraschen, kommt erst in 2 Monaten, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit zum Sparen. Und dann, bei mir habe ich einen Pin, der andere Pin ist runtergefallen. Dann habe ich mir 2 Pins von der neuen Kollektion, die wirklich wunderschön ist, mitgenommen. Einmal den, der hat 13 Euro gekostet und schaut euch ihn an. Mit den ganzen Parkelementen, mit den Attraktionen, aber auch dem Schloss unten steht jetzt in Paris. Er ist einfach wunderschön. Ich weiß gar nicht, wir haben Space, Hyperspace Mountain, den Big Thunder Mountain hier drin. Wir haben Pirates und das andere kann ich nicht mehr erkennen. Ich glaube die Railroad. Aber das Schloss sehr präsent in der Mitte. Und als zweites von der Kollektion, es gab glaube ich 4 Pins. Ich habe mir nur 2 geholt, ist einmal hier der. Und zwar habt ihr auch nochmal das Schloss und mit Mickey im Hintergrund als Mickey-Shape. Ja, also alles, wo Schloss drauf ist, bin ich ja direkt sold. Also Shop Disney hat jetzt auch angekündigt, es gab ja schon vorher diese Disney-Schlösser von anderen Parks, Anaheim und Walt Disney World in der Disney 100-Version. Jetzt haben sie Tokio und Disney in Paris angekündigt. Ach, das ist so schön. Also unser Schloss ist wirklich das Schönste und überall, wo das Schloss drauf ist, bin ich ja sold. Ob ich mir das jetzt von Shop Disney kaufe, keine Ahnung, aber es sieht wunderschön aus. Und dann gab es das passende Lanyard noch zu der Kollektion, weil Nina sagte, ja, du brauchst es auch unbedingt, dieses Lanyard. Okay. da an der Seite steht auch Disney in Paris drauf und es hat auch das Schloss drauf. Deswegen, ja, in diesen schönen rosa Fliederfarben. Und da unten ist eine Tasche dran. Da könnt ihr dann Tickets, Jahreskarte, keine Ahnung, sonst was zu Hause, Busfahrkarte reinmachen. Ihr habt ja nochmal so 2 Mickey-Anhänger dran. So, und dann in der Tasche, das sieht man sehr schlecht, ist auch noch das Schloss drauf. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt sehen kann. Naja, auf jeden Fall ist sehr leicht noch das Schloss drauf und wenn man was reintun würde, wird man es sehen. Und das letzte Stück, was ich mir gekauft habe, ist noch ein Lanyard. Ich weiß nicht, was ich mit so vielen Lanyards mache, weil ich benutze eigentlich immer nur ein Lanyard aktuell. Das ist das vom 30. Geburtstag. Und zu Halloween habe ich ein Halloween-Lanyard. Und zu Weihnachten habe ich ein Christmas-Lanyard. Jetzt habe ich nochmal 2. Jetzt hier zum 100. Geburtstag auch nochmal. Und da unten ist so ein, keine Ahnung, so ein Gummiding dran. Ich weiß nicht, was man damit macht. Ob es einfach nur Deko ist. Ja, aber fand ich auch schön. Also das andere hat irgendwie 16 Euro gekostet ohne Jahreskartenrabatt. Und das kostet 18. Hier ist auch nochmal Disneyland. Disney Pins steht drauf. Und ja, wie gesagt, das hat 18 gekostet zum 100. Geburtstag von Disney. Ja, also viele neue Lanyards gab es auf jeden Fall. Ja, und das war's. Das war alles, was ich im Monat April gekauft habe. Mal gucken, wie viel es im Mai wird. Ich hoffe nicht ganz so viel, denn es steht eigentlich nur am Anfang des Monats Disneyland Paris an. Und dann noch einmal gegen Ende des Monats, aber dann nur einen Tag. Also könnte sein, dass es ein bisschen weniger geshoppt wird. Außer bei Shop Disney hauen sie jetzt schon wieder irgendwas Cooles raus. Aber bei schönen Shop Disney, ja. Was ich mir kaufen möchte im Park, wenn es noch gibt, ist Abu als Schulterpuppe. Ansonsten schauen wir mal, was es noch so zu kaufen gibt. Disney 100 ist ja auch so eine Sache, ne? Da bin ich auch immer, da kriegst du mich auch mit. Das ist wie bei Mickeys 90. Geburtstag. Da dachte ich schon, oh, zum Glück, Mickey ist jetzt 90, jetzt hört es auf, aber ne, Disney fällt immer was Neues ein. Disney 100, dann jetzt 30. Geburtstag von Disneyland Paris, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Irgendwas kriegen sie immer verkauft. Naja, ich hoffe, dieser Haul hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.